Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toni spielt an. Heute mit dem Indie-Spiel VVV VVV. Das Spiel ist seit 2010 auf Steam erhältlich. Das hat eine Person ganz alleine programmiert. Im Moment spielt ja jeder von euch bestimmte Dark Souls. Aber es gibt auch so kleine Indie-Perlen, die meiner Meinung nach noch schwerer sind als Dark Souls oder zumindest noch nerviger, wenn man an einer Stelle nicht weiterkommt. Aber bevor ich jetzt lange weiterrede, wir gehen einfach mal ins Spiel. Viel Spaß! Oh oh. Is everything okay? No, we've hit some kind of interference. Something's wrong, we are going to crash. Evacuate! Oh no! This shouldn't be happening. Phew, that was scary. At least we all escaped, right, guys? Guys? Where are you? Guys? Oh, ganz traurig. Also, wir sind diese kleine Figur. Von der Grafik erinnert es an ein 8-Bit-Retro-Game. Wir können nach links und rechts laufen. Wenn wir nach oben drücken, verändern wir sozusagen die Schwerkraft und können dann auch an der Decke laufen. Wir müssen dann immer von... I wonder why the ship teleported me here alone. I hope everyone else got out. Okay. Wir müssen jetzt unsere Verbündeten wiederfinden. An diesen Checkpoints können wir zwischenspeichern. Gleich können wir auch noch auf eine Karte zugreifen, dann sieht man die Umrisse von dem Schiff, wie groß die Welt ist. Und wir müssen halt einfach weiter gucken. Press Enter to activate Terminal. Enter. Personal Log. Almost everyone has been evacuated from the space station now. Ach, es ist eine Space Station und kein Raumschiff. Raumstation auf Deutsch. The rest of us are leaving in a couple of days once our research has been completed. Eine Geschichte gibt es also auch nebenbei. Und es gibt halt immer diese Gegner, denen man so gut es geht ausweichen muss. Wenn man mal getötet wird, wird man dann einfach zum letzten Checkpoint zurückgesetzt. Am Anfang sieht das ja alles noch relativ einfach aus. Aber das wird dann auch schwerer. Help! Can anyone? Oh, ja. Violet, is that you? Captain, you're okay. Something has gone horribly wrong with the ship's teleporter. I think everyone has been teleported away randomly. They could be anywhere. Oh no. I'm on the ship. It's damaged badly, but is still intact. Where are you, Captain? I'm on some sort of space station. It seems pretty modern. There seems to be some sort of interference in this dimension. Das ist unsere Karte. I'm broadcasting the coordinates of the ship to you now. Oh. If you can find a teleporter anywhere nearby, you should be able to teleport back to me. Okay, dann suchen wir als nächstes mal den Teleporter. Okay, I'll try to find one. Good luck, Captain. I'll keep trying to find the rest of the crew. Yes. Also ich habe das Spiel schon mal gespielt. Deshalb komme ich am Anfang da jetzt relativ gut durch. Aber hier ist schon die erste Stelle, die so ein bisschen tricky ist. Und wie ihr seht, dann wird man immer an den letzten Controller...
an den letzten Kontrollpunkt zurückgesetzt. Press Enter the View Map. So, ich bin dort und muss zu dem Teleporter. Hier, wir können ja jetzt nicht einfach geradeaus gehen, also müssen wir uns in das Loch fallen lassen. So, und das gleiche jetzt wieder zurück. If you prefer, you can press up. Jetzt habe ich es nicht richtig gelesen. Das größte Problem ist, wenn man dann zu hektisch wird, dann klappt erst gar nichts mehr. Hier ist ein Teleporter. Ich stehe auch auf die Musik. So einen richtig schönen Retro-Charme. Teleporter, I can get back to the ship with this. Ja, dann geht's zurück. Captain. Moment. Captain. Captain, mein Captain. Level completed. You have rescued a crew member. 4 remain. So, Doctor, have you any idea what caused the crash? There's some sort of bizarre signal here that's interfering with our equipment. It caused the ship to lose its quantum position, collapsing us into this dimension. Oh no, wie traurig der immer ist. But I think we should be able to fix the ship and get out of here. As long as we can find the rest of the crew. We really don't know anything about this place. Hier sehen wir einen weiteren Crewmember. Our friends could be anywhere. They could be lost or in danger. Can they teleport back here? Not unless they find some way to communicate with us. We can't pick up their signal and they can't teleport here unless they know where the ship is. So what can we do? What do we do? We need to find them, head out into the dimension and look for anywhere they might have ended up. Also wir müssen nach denen suchen und sie überall auf der Map dann irgendwann auch mal finden. Okay, where do we start? Well, I've been trying to find them with the ship's scanners. It's not working, but I did find something. Fragezeichen. These points show up on your scans as having high energy patterns. There's a good chance that es ist eine gute Chance, dass es dort Teleporter gibt, which means they are probably built near something important. They could be a very good place to start looking. Okay, I'll head out and see what I can find. I'll be right here if you need anything, any help. So, im Endeffekt muss ich jetzt die ganzen Fragezeichen absuchen.
Und Jukebox, hier kann ich den Song ändern, das wusste ich auch noch nicht. Aber dafür muss ich auch irgendwelche Codes finden. This seems like a good place to store anything I find out there. Victoria loves to study the interesting things we find on our adventures. I hope she's okay. Also kann man auch noch irgendwelche Artefakte finden, die kann man dann hier unterbringen. So, wir können mal eben auf die Karte gehen. Ich bin da, da ist der Teleporter. Ich gehe einfach mal nach rechts. Und wenn man dann an die Punkte kommt, deckt man die Karte nach und nach frei. So, da ist auch schon das erste Fragezeichen. Ein Teleporter. Soll ich denn da jetzt schon mal durchgehen? Ich gehe erstmal weiter, vielleicht komme ich dann zu dem rechten Fragezeichen. Und in jedem Levelabschnitt gibt es auch immer eigene Musik. Zugeben, also in diesem Abschnitt war ich noch nie. Diese weißen Linien stoßen einen sofort zurück. So eine Art Trampolin. An dieser Stelle ist es schon nicht mehr so einfach. So, die nächsten 10 Minuten zeige ich euch jetzt diesen Levelabschnitt. Nein, natürlich nicht. Die Musik nervt! Sorry für alle, die das gerade mit Kopfhörer hören, aber die Stelle ist aber auch gerade ärgerlich. Ich möchte euch dann noch wenigstens eine weitere Stelle zeigen. So. So. Ach, da ist ein Terminal. It turns out the key to stabilizing this dimension was to create a balancing force outside of it. Schön. Though it looks like that's just a temporary solution at best. I've been working on something more permanent, but it seems it's going to be too late. So, was heißt denn diese Dimension? Hört mir einfach nicht mehr zu. Diese Dimension wird es nicht mehr lange geben, oder was? So.
unteren Beine. Die unteren beiden Sprünge sind ja jetzt nicht so schwer. Aber die oberen. Man will da wie unten einfach durchlaufen, aber das geht nicht. Oh. Und der ist auch nicht so genau steuerbar, der geht immer so ein Stück. Aber das gehört alles zum Schwierigkeitsgrad. Jetzt einfach mal mit der Brute Force Methode. Und das geht nicht. Geschafft. Das ist ein Terminal. Syntax Error. Toller Terminal. Muss man relativ mittig. Ich habe den Kontrollpunkt nicht freigeschaltet. So. Free your mind. Ich versuch's ja. Also der erste ist nur einfach. Da muss man einfach nach rechts klicken. Wie gesagt, diesen Levelabschnitt machen wir noch und den Rest müsst ihr dann selber herausfinden. Viel mehr zu dem Spiel gibt es auch nicht zu sagen. Man sollte vielleicht gerade nicht mit der allerneuesten Tastatur das Spiel spielen, wenn man irgendwann mal das Bedürfnis hat, in die Tastatur reinzubeißen. Aber sonst macht das richtig Spaß. Wenn man dann wieder einen Levelabschnitt geschafft hat. Oder auch verzweifelt. Wie ich gerade. Das Gute ist, da das auch Open World ist, wenn ich jetzt irgendeinen Abschnitt wirklich nicht hinbekomme, dann kann man ja auch zur Not einfach wechseln und zum nächsten gehen. Okay, bei einem roten muss ich von oben springen. Dann werde ich hier auch von oben springen, denke ich. Erst nachdem ich unten aufgekommen bin. Aber ihr merkt, man hat so schon eine Lernkurve.
traut sich gar nicht, in den nächsten Bereich zu springen. Ah. Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Da oben ist ein Teleporter. Zu dem wollte ich. So, Game saved. Enter Teleporter. Gucken wir eben auf die Karte. Wir haben einen neuen Teleporter gefunden. Und wir haben noch jede Menge Fragezeichen, die man aufdecken muss. Aber das überlasse ich euch dann. Ich wollte euch hier nur einen kurzen Einblick geben. Mir macht das Spiel richtig Spaß. Ich stehe auf so Retro-Krams, wenn die Musik davon super ist, was in diesem Spiel auf jeden Fall gelungen ist und die Grafik stimmig ist, nicht zu pixelig. Für mich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. So viel kostet das Spiel auf Steam auch nicht mehr. Wie gesagt, ist schon von 2010. Wenn ihr wollt, holt es euch. Sonst kann ich sagen, bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wie schaut es bei euch aus? Was für Spiele habt ihr in letzter Zeit gezockt? Spielt ihr auch gerne mal hin und wieder Indie-Games? Würdet ihr gerne mehr Indie-Spiele auf meinem Kanal sehen? Wenn ja, schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. Naja, bis dann, man sieht sich.